Dienstagnachmittag, 16.13 Uhr verschickt die Pressestelle der Stadt Gotha eine Mail. Das macht sie öfter, das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber diese Mail hat es in sich, sie tut nämlich kund, dass Friedenstein einen neuen Hausherrn braucht. Deshalb, weil Martin Eberle geht. Nach 10 Jahren hier zieht es ihn westwärts nach Kassel. Dort übernimmt er die Leitung der Museumslandschaft Hessen. Zwar nicht gleich, aber demnächst wird also Professor Dr. Martin Eberle die Umzugskisten packen. Es endet damit die längste Amtszeit eines Chefs auf dem Friedenstein seit 1990. Als er 2007 im Oktober das Regiment übernahm, war er Direktor Nummer 11. Eberle hat in den 10 Jahren Spuren hinterlassen, das Unterste zu Oberst gekehrt. Spätestens seit 2010, als er das ehrgeizige Projekt Barockes Universum ausrief, blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Damals gab es noch das Museum der Natur, das Regionalmuseum und das Schlossmuseum. Es gab viel Eigenständigkeit in den 3 Häusern. Das alles löste Eberle mit seinem Konzept und mit harter Hand auf. Das machte ihn nicht zu jedermanns Liebling. Das durfte aber den ehrgeizigen Mann kaum gestört haben. Warum er nun geht und was er aus den Gotha-Jahren mitnimmt, das hat Oskar am Freitag TV Martin Eberle gefragt. Herr Professor Eberle, das barocke Universum hat schon gut Strukturen. Fertig ist es noch nicht. Trotzdem gehen Sie. Warum? Es ist, denke ich, gerade ein wunderbarer Einschnitt. Wir haben das Herzogliche Museum errichtet, wir haben das Pertisforum errichtet. Ich denke, die Stiftung Schloss Friedenstein ist national und international auch schon ganz gut aufgestellt. Jetzt steht an, die neue Aufgabe, das Schloss zu sanieren. Und insofern ist es gerade eine Zäsur, wo ich mir überlegt habe, ja, das ist ein Zeitpunkt, in dem kannst du gehen. Haben Sie gesucht oder wurden Sie gefunden? Beides wohl, ja. Ich habe, natürlich guckt man sich um, aber das Beste muss auch gefunden werden. Was bietet Kassel, was Gotha nicht hat? Kassel ist einfach eine große Herausforderung mit einer noch umfangreicheren Kunstsammlung, mit mehreren Museen, mehreren Schlössern, mehreren Parkanlagen. Es sind insgesamt 250 Mitarbeiter. Das ist schon eine Herausforderung und hier steht eine ähnliche Aufgabe an, denke ich, wie auch in Gotha, nämlich tatsächlich das Haus stärker noch zu öffnen, Besucherzahlen nach vorne zu treiben. Und es ist eben ja in vielem auch sehr verwandt mit Gotha. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Gibt es eine Erfahrung, die Sie aus Gotha mitnehmen für Kassel? Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, denn jede Stadt, jede Region, jedes Museum ist ein individuelles Geschöpf und darauf muss man auch reagieren können. Die Urheberschaft des Konzeptes vom barocken Universum wird Ihnen immer zugeschrieben. Ist das eigentlich so korrekt? Ja, auf jeden Fall. Also diese Idee barockes Universum, das unter diesem Begriff zu vereinen, damit auch eine Lösung zu finden, wie präsentiere ich die Sammlungen, das ist sicherlich etwas, was ich ja nach einem halben Jahr, nachdem ich hier war, schon in einer schriftlichen Konzeption auch vorgelegt habe im Stiftungsrat bei den Mitarbeitern und die immer noch eigentlich bis jetzt Gültigkeit hat. Mhm. Sie wollten, als Sie damit angefangen haben, ich zitiere mal aus einem TA-Interview, Mauern in den Köpfen der Mitarbeiter einreißen, um bisherige Denk-, Organisations- und Sammlungsstrukturen hinaus Neues, Größeres zu schaffen. Hat das geklappt? Das hat wunderbar geklappt. Also wir haben das Team intern umstrukturiert. Ich denke, es ist jetzt viel besser, diese Zusammenarbeit über die einzelnen Sammlungen hinaus, Kunst, Natur, Geschichte. Das hat man auch in den Ausstellungen der letzten Jahre gesehen. Ich erinnere da an die Elefantenausstellung oder an die Kostümausstellung. Das waren die Anatomieausstellungen, wo wirklich aus allen Segmenten etwas beigetragen wurde. Und das ist ja auch das Spezifikum dieses Ortes, dass man das kann. Natur, Geschichte und Kunst vereinen in einem historischen, gewachsenen Ambiente. Jetzt gehen Sie. Wann wird denn der offizielle Abschied sein? Ach, das wird jetzt so ein bisschen noch verhandelt und ausgemacht. Sicherlich, ich denke, irgendwie im Frühsommer, Sommer werde ich gehen. Ja. Sie haben es jetzt selber angesprochen, die Verbindung zwischen Naturwissenschaften und Kunst und Kultur hier in Gotha besonders präsent. Kritiker sagen, dass das barocke Universum davon zu wenig spüren lässt. Was entgegnen Sie denen? Naja, da muss man sich wirklich einfach mal die Ausstellung in den letzten Jahren angucken, was dort gemacht wurde. Auch jetzt in diesem Jahr werden wir eine Ausstellung zu Modellen zeigen. Auch hier arbeiten wieder Kunsthistoriker, Historiker und Naturwissenschaftler eng zusammen, um diese Ausstellung zu realisieren.
Welche Vorhaben stehen eigentlich noch auf der Liste, die Sie sich sicherlich irgendwann mal angelegt haben, die jetzt nicht mehr zu Ende geführt werden können? Sicherlich müssen wir den Stand der Inventarisierung vorantreiben. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Das sind Routineaufgaben in den Museen. Ich bin ganz gespannt, wie wird die Neukonzeption umgesetzt werden. Ich bin dafür nicht mehr verantwortlich. Insofern freue ich mich, darauf zu beobachten, was der Nachfolger macht. Was machen Sie künftig anders? Was wollen Sie besser machen? Und erst recht die Frage, was unterlassen Sie mit Ihren Gotha-Erfahrungen dann in Kassel? Ich weiß nicht, ob ich in Gotha jetzt mir so viel vorzuwerfen habe. Nochmal, jedes Haus reagiert anders, ist anders strukturiert, anders aufgestellt. Man muss dort anders agieren. Und in Kassel finden wir eine ganz andere Situation vor. Fertig sanierte Häuser. Das ist eine andere Situation, Ausgangssituation. Insofern kann man das nicht vergleichen. Und ich würde auch nie zwei Häuser in zwei unterschiedlichen Städten miteinander vergleichen wollen. Gothas Oberbürgermeister Kreuch rief ihn gestern per Pressemitteilung folgenden Satz hinterher. Was für ein Ritterschlag für Gotha, denn wer in Gotha Großes bewegen darf, darf aufsteigen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Worte werten soll. Was sagen Sie dazu? Ach, das ist schon eine große Ehre. Und natürlich muss man sagen, in Gotha konnte ich sehr viel lernen. Davor war ich am Städtischen Museum in Braunschweig. Hier ist die Aufgabe gewachsen. Natürlich lernt man dann dazu. In Kassel wird die Aufgabe noch mal größer sein. Und dann bringe ich Erfahrungen natürlich mit, die ich hier machen durfte. Der Friedenstern hat seit 2004 eigentlich drei Herren. Da ist einmal Professor Eberle, der der Stiftung hier vorsteht. Da ist der Gotha Oberbürgermeister, der der Stiftungsratsvorsitzende ist und auch mit entscheiden hat. Und es gab immer mit dem Professor Paulus einen dritten Mann am Tisch, der also von der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten was zu sagen hatte. Ist das ein flotter Dreier gewesen oder war da nicht immer einer zu viel zu den Entscheidungen? Also es ist sogar ein flotter Vierer, wenn man so will, weil den Stiftungsratsvorsitz teilen sich ja immer Oberbürgermeister und Land alle zwei Jahre. Ich glaube, nur durch eine sehr enge Kooperation, die natürlich manchmal auch etwas holpriger ist, kommt man weiter. Das Verhältnis zum Oberbürgermeister, denke ich, war immer sehr, sehr eng. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier einen sehr kulturbegeisterten, kulturaffinen Oberbürgermeister. Ich glaube, vieles wäre in anderen Städten so mit dieser Konstellation nicht möglich gewesen. Auch, dass wir ein vergleichbares Alter haben, das hat alles dazu beigetragen. Der Oberbürgermeister hat in seiner Presseerklärung ja auch von einem Gespann gesprochen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist ja trotzdem so, dass man immer wieder davon gehört hat, dass es mal geknirscht hat, dass es Reibungen gegeben hat, dass auch mal harte Worte gesprochen worden sind. Ist das eher eine Atmosphäre, in der dann Kreatives geschieht? Ich habe davon nichts gehört, muss ich Ihnen so klar sagen. Also wir hatten wirklich nie ein angespanntes Verhältnis. Natürlich gab es mal Momente, wo man anderer Meinung war. Ja, das ist aber doch gut und richtig so. Aber es war nie ein Verhältnis, in dem kein Vertrauen war. Das war all die 10 Jahre da und das ist etwas, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass ich hier mit Wehmut auch gehe, denn die 10 Jahre, die zurückliegen, ich hoffe, es waren nicht meine besten, aber es waren sehr gute Jahre und diese Erinnerungen will ich auf jeden Fall mittragen. Sie sind jemand, der sich auch zu inszenieren weiß. Sie sind auch jemand, der genau weiß, was er kann. Sie haben im Oktober 2013 bei der Eröffnung des Herzoglichen Museums spektakulär auf den Knien vor der Belegschaft gelegen. Das hat damals für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Würden Sie das heute noch mal tun? Nee, ganz klar nicht. Das ist ja ein wunderbares Team, also ein Team, wie man es in der Konstellation wirklich ganz, ganz selten hat. Und wenn man sieht, also dieses Herzogliche Museum ging schon an die Kräfte jedes einzelnen Mitarbeiters und da war ein Kniefall notwendig. Aber diesen Kniefall habe ich den Mitarbeitern in Gotha geschenkt und nur die dürfen ihn behalten. Punkt. Sie waren mit Dr. Roland Krischke, als der hier gearbeitet hat, eigentlich ein ziemlich ideales Gespann. Zumindest haben wir das so als Kollegen Journalisten wahrgenommen. Als er dann 2013 gegangen ist, ging das hier ein bisschen holterdiepolter. Der erste Kandidat als Nachfolger, der ist noch in der Probezeit gegangen. Danach war dann Herr Siebert da gewesen, der nach 3 Monaten ging. Dann war 8 Monate überhaupt keine Stelle besetzt. Dann kam Frau Schüren. Woran lag es? Waren die Kandidaten nicht gut genug für Sie oder hat die Chemie nicht gestimmt? Was war die Ursache? Nee, ich glaube das überhaupt nicht. Das waren alles gute Kandidaten. Und hier ist es nur ganz wichtig, es ist ein relativ kleines Team.
Und in diesem Team muss es einfach funktionieren. Alle Kandidaten haben auch wunderbare Zeugnisse bekommen. Alle Kandidaten oder mit vielen Kandidaten bin ich auch jetzt noch in Kontakt, auch in guten Kontakt. Das ist überhaupt nicht der Punkt gewesen. Wichtig ist hier nur, dass man wirklich ein Team hat, das sich gegenseitig ergänzt. Da laufen manchmal die Vorstellungen anders und da muss man darüber sprechen. Ende 2016 ist bei der Revision im Münzkabinett festgestellt worden, dass 20 Münzen gefehlt haben. Sie haben damals öffentlich sich dazu geäußert, darauf verwiesen, dass bei dem Verhältnis von 150.000 Münzen, die da Bestand sind, 20 ja schon mal verlegt sein können. Ist das nicht ein bisschen flapsig gewesen? Nee, das ist nicht flapsig, das ist einfach so. Das passiert in Münzkabinetten ganz, ganz häufig so, weil sie ganz schnell Fehler machen können. Ich gebe Ihnen einfach auch mal ein normales Beispiel. Es gibt das Land Braunschweig und es gibt die Stadt Braunschweig, die dann zeitweilig aber denselben Herzog hatten. Und wenn Sie eine städtische Prägung, können Sie ganz schnell mal in die Landesprägung legen und andersrum. Und so kommt eine Verlegung zustande. Wenn Sie jetzt, ich gucke nicht jeden Tag nach, wo liegen alle Braunschweiger Münzen richtig, bei 150.000 Münzen und Medaillen. Solche Verlegungen kommen, deshalb ist so eine Revision auch immer wieder notwendig, dass man die macht, um das dann wieder sozusagen in die alte Ordnung zurückzuführen. Sind denn die 20 Münzen inzwischen aufgetaucht? Die Revision ist noch nicht ganz abgeschlossen, wird demnächst abgeschlossen sein und dann werden wir dazu auch natürlich eine Pressemeldung machen bzw. ein Pressegespräch. Letzte Frage, was werden Sie von Gotha vermissen und was werden Sie überhaupt nicht vermissen? Ganz toll, muss ich hier wirklich sagen, waren die Besucher und war die Bevölkerung. Also ich kann mich noch gut erinnern hier an die Eröffnung der Kunstkammer. Das war ja meine erste Tat, die ich hatte mit doch relativ modernen Vitrinen. Da war ich schon besorgt, wie reagiert die Bevölkerung, weil wirklich jede Stadt anders reagiert. Das ist aber gut aufgenommen worden. Es gab hier ja auch sicherlich entscheidende Schritte, die ich gemacht habe, die nicht immer nur der Bevölkerung gefallen haben. Ich denke an das Naturkundemuseum. Mhm. Aber auch das ist getragen worden, mit Murren, mit Fragen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man dann auch immer ansprechbar bleibt. Was ich natürlich vermissen werde, ist hier das Team. Ja? Ja, es ist einfach auch eine spannende Zeit gewesen, die man hatte. Die enge Zusammenarbeit mit dem OB. Dadurch konnte man viel bewegen. Diese Aufbruchssituation. Es ist eine ganz eigene Geschichte, die ich hier habe, die ich hier auch zurücklasse, an die ich mich aber immer gerne erinnern werde. Und was werden Sie nicht vermissen? Da gibt es eigentlich nichts, kann ich Ihnen nicht sagen. Friede ernähret, Unfriede verzehret. Das steht auf der Plakette über dem Nordportal von Schloss Friedenstein seit 1650. Da wurde diese Botschaft aus Anlass des Westfälischen Friedens angebracht. Symbolträchtig hieß dieser Zierrat Friedenskuss, um nach dem 30-jährigen Krieg ein Zeichen zu setzen. Manches verliert eben nicht einmal über die Jahrhunderte an Bedeutung. Wer nun auf Eberle nachfolgt, soll eine Findungskommission klären. Kreuch hatte in der Mail von Dienstag schon mal angekündigt, dass er ein solches Gremium wünsche, um die Nachfolge zu regeln.